Herzlich willkommen zur 1000 PS Wochenshow, den einzigen Nachrichten mit 1000 PS. Heute haben wir ein echtes Highlight für euch, und zwar haben wir Erlkönig-Bilder von der neuen KTM RC390 erhalten. Die schauen wir uns aber später an. Schauen wir erstmal, was sonst so neu war diese Woche auf 1000 PS. In letzter Zeit bringen wir gerne Retro-Berichte für euch online. Das sind so Berichte, da blicken wir auf alte Modelle zurück oder legendäre Modelle und rollen ein bisschen ihre Geschichte auf. Diese Woche hat Fauli auf die Petronas FP1 zurückgeblickt. Es war ein Motorrad, das hat der Ölkonzern Petronas mit Sauber entwickelt für die MotoGP. Da wollten sie damals in die MotoGP einsteigen. Es war ein sehr interessantes Projekt. Es wurden 150 Exemplare gebaut. Die sind dann teilweise nie verkauft worden, teilweise sind sie eine Zeit lang verschwunden. Ein sehr, sehr spannendes Projekt und eine sehr spannende Geschichte, die der Fauli für euch online gebracht hat. Nur mal so eine Zahl. 33 Millionen Euro wurden damals verbrannt. Sehr spannend, klickt euch rein, in der Beschreibung findet ihr den Link, viel Spaß dabei. Ja, großartige Neuigkeiten für österreichische Motorsportfans. Maximilian Kofler steigt ab nächstem Jahr in die Moto3 ein. Der 19-Jährige hat den Vertrag beim französischen Team CIP Green Power unterschrieben. Kofler hat bereits Erfahrungen im Supermotorsport, im Northern Europe Cup, in der italienischen Moto3-Meisterschaft und weiteren und ist sogar schon 4 Wildcard-Rennen in der Moto3 mitgefahren, unter anderem am Spielberg am Red Bull Ring. Aber ja, jetzt ab nächstem Jahr, ab 2020 ist es fix, er ist in der Moto3 dabei. Wir freuen uns natürlich drauf und werden euch immer am Laufenden halten, wie sich so der Österreicher schlägt. Bis dahin findet ihr alle Informationen unten in der Beschreibung. Österreichisch geht es weiter, nach Husqvarna wird auch bald GasGas die dritte Marke im KTM Imperium werden. Ja, KTM und GasGas starten ein Joint Venture. Der Sinn dahinter ist, sie wollen einen Technologieaustausch bezwecken und auch neue Motorräder entwickeln. Neben Trial-Motorrädern und Enduros sollen angeblich auch gänzlich neue Motorräder entwickelt werden. Mehrere Infos haben wir noch nicht, aber auf jeden Fall alle Infos zu diesem Zusammenschluss findet ihr unten in der Beschreibung und die ganzen Infos auf 1000 PS. Viel Spaß dabei. Kommen wir zum Straßenrennsport, denn in der World SPK gibt es einen neuen und gleichzeitig alten Weltmeister. Jonathan Rea hat auf jeden Fall am Wochenende seinen 5. Weltmeistertitel geholt. Damit ist er der erfolgreichste World SPK-Fahrer aller Zeiten. Noch niemand hat 5 Titel in dieser Klasse geholt. Er konnte sich auch ein wenig entspannen, weil sein Hauptkonkurrent Alvaro Bautista ist im Rennen gestürzt. Aber trotzdem noch ein sehr spannendes Duell mit Van der Mark. Also es waren wirklich bis zur letzten Runde nicht offen, wer gewinnt. Ein sehr spannendes Rennen und wir haben auch auf jeden Fall alle Informationen und Bilder von diesem sehr emotionalen Sieg in der Story zusammengepackt, findet ihr in der Beschreibung. Viel Spaß! Jetzt will ich euch aber nicht weiter auf die Folter spannen. Wir haben nämlich Bilder von unserem Erlkönig-Spion bekommen, und zwar Bilder von der neuen KTM RC390. Angeblich soll sie erst 2021 auf den Markt kommen. Diese Infos, muss ich aber dazu sagen, sind mit ein bisschen Skepsis aufzunehmen, also da ist noch nicht sicher. Aber was man schon erkennt, ist die Form des Frontscheinwerfers. Der ist zwar noch durch eine kleine Einheit ersetzt, aber man erkennt schon mal die grobe Form des Scheinwerfers. Heckrahmen, Lenker und Fußrasten sollen neu sein. Gleichzeitig soll sich das Tankvolumen auch vergrößert haben. Der Motor bleibt mit seinen 44 PS aber gleich, wurde aber an Euro 5 angepasst. Natürlich, wir müssen ja die Abgasnormen erfüllen. Deshalb wurden Schalldämpfer und Krümmer ein bisschen überarbeitet, auch ein bisschen größer vielleicht. Aber ihr seht jetzt eh schon mal die ersten Bilder. Ich sage es nochmal dazu, die Infos, die sind nirgendwo in Stein gemeißelt. Das sind jetzt mal die jetzigen Annahmen. Aber trotzdem noch sehr spannend und ja, wir halten die Augen offen. Vielleicht erfahren wir ja dieses Jahr schon auf der EICMA mehr. Unser neuer Redaktionsleiter, der Poki, war ja letztens auf der IAA und hat Ducati-CEO Claudio Domenicali interviewt. Das ganze Interview findet ihr jetzt auf YouTube, ist halt nur in Englisch, weil Domenicali spricht halt leider kein Deutsch. Aber wir haben euch das ganze Interview auch auf Deutsch transkribiert. Das findet ihr auf der Webseite unten in der Beschreibung. Worüber haben sie geredet? Naja, die Zukunft von Ducati, Elektromobilität, bisschen autonomes Fahren. Sehr spannend auf jeden Fall, die Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Unten in der Beschreibung. Ich empfehle es euch, lest es euch durch und ja, viel Spaß. Kommen wir zu einem komplett neuen Segment in der 1000 PS Wochenshow, und zwar Horvaths Kuriosität des Tages. Was habe ich für euch gefunden? Ich habe ein bisschen durch die 1000 PS App gescrollt und in der Schweiz gefunden eine BMW HP2 Megamoto. Man muss halt leider dazu sagen, damals als ich geschaut habe, waren noch keine Bilder da, aber der Motomader, der ist sehr professionell und ich nehme mal stark an, da werden bald Bilder nachgeliefert. Aber HP2 Megamoto, das war der richtig orges Motorrad damals von BMW.
die war radikal, die war damals teuer und das hat sich halt bis heute nicht geändert. Baujahr 2009 und noch immer 17.500 Franken. Also ein echtes Motorrad für Liebhaber. Sehr cooles Motorrad, aber auch sehr, sehr selten. Und deshalb kriegt sie diese Woche den Preis Horvaths Kuriosität des Tages. Und zuletzt kommen wir wie jede Woche zum Coming Soon Segment der 1000 PS Wochenshow. Was erwartet euch diese Woche auf 1000 PS? Naja, wir haben zwei Vergleichstests geplant. Und zwar heute, also genau wenn ihr das seht, sind wir gerade unterwegs und vergleichen unsere selbstgebaute Yamaha MT-07 SP mit der Honda CB650R. Ich frage mich vielleicht, erst wieso? Die SP, die ist ja voll aufgetunt, die CB650R ist serienmäßig. Ja, aber das werden wir eh noch im Video klären. Alles in allem kosten sie gleich viel. Also die Honda ist von Werk ein bisschen teurer. Aber mit den Tuning-Maßnahmen ist die MT-07 gleich teuer und da wollen wir ihn vergleichen. Was lohnt sich mehr? Haltet da die Augen offen. Und dann haben wir noch einen Vergleichstest geplant, und zwar einen Supermoto-Vergleichstest. Mit dabei haben wir die Ducati Hypermotor 59, die KTM 690 SMCR und die Aprilia Dorso Duo 900. Das werden der Max, der Wolf und ich am Donnerstag vergleichen. Da melden wir uns sicherlich mit am Livestream. Also, ich denke, ihr habt einen Eindruck, was diese Woche passiert. Es passiert ziemlich viel, es werden zwei mächtige Vergleichstests. Und zuletzt bleibt mir nichts anderes übrig, als mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich hoffe, ihr hattet wieder einen Spaß mit der 1000 PS Wochenshow. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt, willkommen zur 1000 PS Wochenshow, die einzigen Nachrichten mit 1000 PS. Servus!